Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von God of War auf Herausforderung. Ihr habt lang genug gewartet. Hier ist von Lyria Gameplays als Hobby, der euch hier weiterführt aus der Flucht aus Helheim. Okay, es kommen neue Gegner. Oh. Hupala. Oh yeah. Oh, was ist denn jetzt los? Oh. Oh, scheiße. Ah, wie konnte er mich da treffen? Ich sehe nichts. Jawohl, Baby. Warte, geh nicht auf den Bug. Er wird abgehen. Aber wir müssen die Harpune lösen. Jetzt wird erstmal alles eingesammelt. Oh, ich kann nicht sogar drüber hüpfen, merke ich gerade. Okay, wir haben alles, oder? Dann machen wir mal das Bug frei. Den Bug frei. Achso, ich muss drücken. Na, mach schon. So kann man sich abbefreien. Oh, guck an, die Brücke. Es ist Zeit, mein Sohn. Sieh dich um, sieh, was du getan hast. Oh. Da bin ich. Los, komm, wir müssen weg. Du sagst. Weg hier, sieh doch. Oh. Oh, Junge. Zeppelin-Absturz.
das war dein Plan? Ihr seid ja beide irre. Wir verlassen diese Welt. Jetzt. Sofern wir den Rückweg nicht vermasselt haben. Okay. Oh, guck mal, hier ist die Weltenkammer. Okay, ich hab's doch viel besser überlebt, als ich gedacht hatte. Ich hätte gedacht, es wird ein bisschen schwieriger auf schwer. Oh. Hierher hat Odin seine besten Hinweise zu Jötunheim gebracht. Eine Schriftrolle. Der fehlende Turm. Die Suche nach einer Spur des Jötunheim-Turms bleibt erfolglos. Nicht nur in Midgard, sondern in allen Welten, in denen der Turm einst stand, bleibt nun lediglich ein mystisches Echo. Wäre er durch bloße Kraft zerstört worden, wäre noch etwas davon zu sehen. Aber hier scheint es Magie gewesen zu sein. Irgendwo muss er sein. Unsere Schar treuer Spione wächst stetig. Ich bezweifle nicht, dass wir ihn finden, wo auch immer er sein mag, der Rabenwächter. Okay. Das sind die Wissensmarkierungen, die uns noch fehlen hier in Midgard. So, Odin. Du darfst dich hier nicht mehr setzen. Oh. Auge der Außenwelt. Bonus auf alle Werte. Oh, egal. Sowas ähnliches hatten wir da schon mal. Was machen wir da weg? Brandschaden erhöht Zuwachsrate von Rage um 10%. Na gut. Machen wir das hier weg, ha? Alles plus 7. Oh ja, das nehmen wir. Ich glaube, wir werden immer stärker. So, weiter geht's wohl dort. Jetzt will ich nur mal sehen. Helheim-Zusammenfassung. Wir sind immer noch in Helheim? Stimmt, wir sind noch nicht zurück. Interessant, dass das alles aber nichts mehr zu Helheim zählt. Zum Beispiel auch die Schriftrolle. Stil sticht sofort ins Auge. So grauenvoll ist der Stil gar nicht. Ich selber finde den Stil echt cool. Mir gefällt das. Aber wir sind ja God of War und wir hassen Götter, also machen wir alles kaputt. Oh. Warum ist er schon wieder so leise, der Kerl? Er hat immer seine Gründe. Darf ich mal sehen? Also, das hätte ich nicht erwartet. Warum? Was zeigt's? Ich habe keinen Schimmer. Das kommt jetzt etwas ungelegen. Kopf. Seht, das ist eindeutig Tyr. Er reist irgendwie. Vielleicht durch Magie. Aber warum widmeten die Riesen all dem einen kompletten Schrein? Ich befürchte, das entzieht sich mir leider. Keine Runen. Symbole aus vielen Landen. Sie bedeuten... Krieg. Ja. Aber woher? Das erkenne ich zu gut. Seine Augen. Es sind Juwelen. Wie deine. Sie stehen sicher für die Gabe des Sehens, die uns die Riesen gewährten. Halt mich näher ran. Interessant. Äußerst interessant. Was ist das? Geheimpläne. Tyr hat sie vor allen anderen verborgen.
bis auf die wenigen, denen die Riesen vertrauten. Und direkt vor Odins Nase. Ich sagte doch, ich bringe euch nach Jötunheim. Wie meinst du das? Du sagtest, es gibt keinen Weg. Verstehst du nicht, Bruder? Wir sollten wie Odin die Hoffnung nie aufgeben. Er wusste, hier gibt es einen Hinweis, aber wir haben ihn gefunden. Dies sind die Pläne für einen Schlüssel zu Tyrs Geheimkammer. Ich weiß nicht, wohin das führt oder was wir finden, aber es ist ein Weg. Wie machen wir diesen Schlüssel? Fragen wir doch einfach einen Zwerg. Unsere liebsten Freunde. Das Symbol auf der Tempeltür. Das waren verschiedene Runen. Frieden, Eintracht, Hoffnung und noch weitere. Tyrs eigener Entwurf. Er selbst hat diese Tür gemacht. Zurück nach Midgard reisen. So, erstmal machen wir noch ein bisschen was kaputt. Damit sich Odin mega riesig freut. Und hier riecht es nach Feuer. Da macht wohl jemand einen Grill an. Da haben wir einen Aufzug. So, Odin, viel Spaß noch beim Sitzen. Ich habe nur ein bisschen aufgeräumt. Frühjahrsputz. Junge, was du vorhin sahst. Ich hab nichts gesehen. Du hast niemanden gesehen? Einen alten Mann? Welchen alten Mann? Also, so wie der geguckt hatte, hat er das bestimmt gesehen. Ja. Na schön. Willkommen zurück in der Weltenkammer. Also dann kehren wir zurück nach Midgard und kümmern uns um den Schlüssel. Wo ist dieser Zwerg? Der Zwerg ist eigentlich auch hier schon. Aber gut, dann gehen wir erstmal zurück nach Midgard. Oder wollen wir jetzt erstmal nach Niflheim? Oder Nilfheim, wie auch immer. Wir gehen jetzt erstmal zum Zwerg. Also, und machen uns einen Schlüssel. Hast du uns nicht gesagt, dass Baldur Freyas Sohn ist? Ist er? Ich bin jedes Mal erneut schockiert. Obwohl ich es offensichtlich weiß. Aber wenn ich an Baldur Freya denke, dann... Wie mir? Ja, Junge. Freya. Was meinst du? Komm. Sag mir, was Baldurs Schwäche ist. Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Halt, was geschieht hier? Er ist verhext und darf nicht verraten, was er weiß. Bin ich das? Tatsächlich, genau so ist es. Ich frage mich, wie lange das schon so ist. Seit sie meinen Kopf wiederbelebt hat oder damals, als ich Baldurs Schwäche herausfand. Mimir! Ja, Junge? Du sagtest, du kennst Baldurs Schwäche. Wirklich? Aber Baldur ist unverwundbar gegen alle Bedrohungen, physische oder magische. Oh. Genug. Das bedeutet, es gibt einen Weg. Wenn er uns wieder Ärger macht, finden wir ihn heraus. So, hier müssen wir hin. Kannst du das machen? Ist es eine Waffe? Rüstung? Oder ein anderes Kriegsgerät, dessen Herstellung ich in absoluter Perfektion beherrsche? Nicht? Dann vergiss es. Selbst wenn ich solch unnützen Tand herstellen wollte, würde mir etwas so Damenhaftes und Zartes das Werkzeug ruinieren. Mach Schichten. Ummantle das mit Skorpschlag. Dünne Schichten. Dann alles überlagern.
Na schön, Klugscheißer. Und wo, bitteschön, bekomme ich hochwertige Skorpschlacke her? Hab keine mehr gesehen, seit ich noch der Held aller Betten war. Da soll mich doch... Ist das... Wo hast du... Hab mir die Hände schmutzig gemacht. Na, steh doch nicht so herum! Lass es uns angehen! Was? Du? Du arbeitest an etwas, das keine Waffe ist? Hey, warum nicht? Was? Ich bin auch gereift. Oh, Vorsicht, der Schaft. Handgelenk locker. Kümmere dich um dein Handgelenk. Ja, ich brauche hier mehr Hitze. Sofort. Willst du den Stein noch länger härten? Nicht nötig. Ist dreifach mit Draugaröl abgeschreckt. Oh, siehst du? Guter Einfall. Und so hygienisch. Du schlauer kleiner Biber. Man lernt nie aus. Nicht wahr? Das stimmt wohl. Bitteschön. Nein, vergiss das hier nicht. Zu grinsen. Es ist ziemlich verstörend. Es ist schön, euch so zu sehen. Aber jetzt sieht euer Zeichen anders aus. Ja, passiert, wenn man etwas Zerbrochenes neu schmiedet. Ich wusste es. Ihr mögt einander. Oh, hör schon auf, Prinzessin. Mir kommen ja gleich die Tränen. Das Neue finde ich besser. Du auch? Wir müssen jetzt los. Mein Bruder und ich haben ein neues Projekt. Jetzt, wo wir wieder miteinander reden. Was wollt ihr? Mit dem Wettstein und dem Hammer, die ihr besorgt habt, können mein Bruder und ich die Dvegradikyr bauen. Eine legendäre Zwergenrüstung. Wir brauchen nur noch 3 mythische Zutaten, bevor wir loslegen können. Und die wären? Keine Ahnung. Die Rüstung ist eine Legende und die Details geheimer als das Hinterteil eines Wolfes. Wir sollen für euch Teile einer Legende finden. Der alte Zwergenkönig Mozognir hat 2 gefunden, das weiß jeder. Aber als er die 3. gesucht hat... Puff, verschwand er. Vielleicht findet ihr in seiner Festung in Konunsgard Hinweise. Und seht mal hier, ein Zugangstein für Konunsgard. Mit eurem Namen drauf. Wie seltsam aber auch. Das verfolgen wir. Die Festung liegt nordwestlich von hier, hinter dem Svartalfheim-Weltenturm. Große Steingebäude, gruselige Atmosphäre, leicht zu erkennen. Die Höldebrüder sind wieder in Aktion. Das klingt interessant. Kaum erwarten, loszulegen. Dass ich den Tag noch erlebe, an dem wir wieder als Duo basteln. Das hört sich gut an, vor allem für das hier. Hab mich so daran gewöhnt, allein zu arbeiten. Hätte fast vergessen, wie nützlich ein paar helfende Hände sind. Es ist so viel leichter, Skorpschlacke zu schmelzen, wenn jemand anders die Temperatur misst. Okay, ich kann aber sonst nichts weitermachen. Was wollte ich noch erzählen? Nichts wolltest du erzählen. Genau, ich habe neue Fähigkeiten. Die ich irgendwie eh nicht auswendig weiß. Wechseln Sie die Kampfhandlung durch eine kurze Pause nach dem Chaos King Angriff. Drücken Sie ihn dann. Okay, ja, gut. Alles klar. Einfach her damit. Sag mal hier. Die Sperre des Chaos-Attacke verursacht bei Berührung eine kleine Feuerexplosion und Brandschaden. Auch nicht verkehrt. Her damit. Halten Sie während des Ziehens R2 gedrückt, um den Chaos King noch mehr aufzuladen und einen mächtigen Elementarhieb auszuführen. Diese verursachten einen großen Umkreis Brandschaden. Alles klar. Ich habe doch, glaube ich, noch ein bisschen was zum Verkaufen. Was ist kaputt? Schön, dass du so
viel Wert auf Details legst. Okay, ich glaube, das war's. Auf der Stehengestein haben wir noch. Oh, hier ist neue Rüstung. Ivaldis Kyras des endlosen Nebels. Ach, Nilfheim-Legierung und sowas brauchen wir da. Da müssen wir erstmal nach Nilfheim. Aber wir machen jetzt erstmal das andere. So, wir haben jetzt auch einen schon eine Trophäe bekommen mit allen Sachen, die es gibt. Aber da unten sind noch zwei Sachen frei. Komische Sache. So, wo ist unsere Nebenaufgabe? Da hinten. Königsgrotte. Aha, da hinten. Da waren wir auch schon. Doch, da hatten wir den Schlüssel nicht. Es hieß doch immer, dass Frigg Baldirs Mutter ist. Klar, Frigg. Also, das ist mehr eine Art Kosename, weißt du? Er bedeutet Geliebte. So hat Odin Freya nach der Hochzeit benannt. Anfangs aus echter Zuneigung. Glaube ich zumindest. Als die Sache unschön wurde, konnte er so die Wahrheit manipulieren. Wie das? Odin wollte nicht, dass Freya, eine Warnengöttin, in Asgard Anerkennung bekam. Also wurde alles Gute, das sie erreicht hatte, Frigg zugeschrieben. Wie Baldirs Mutter zu sein. Genau. Freya war Baldurs Mutter. Mimis Geschichten. Frigg und Freya. Frigg war also die ganze Zeit über Freya. Baldurs Mutter, Odins Frau. Man kann sie sich nur schwer mit den Asengöttern vorstellen, aber ich habe es jetzt mit eigenen Augen gesehen. So, hier kann ich jetzt dazu sagen, hier war meine Freundin nicht drin. Das heißt, etwas Neues offenbart sich uns. Und ein Blind Play, so gesehen. Ein blindes Spiel. Blind Game. Ich glaube, ich höre sogar einen Drachen. Nee, das ist die Weltenschlange. Da hinten sehe ich schon wieder was liegen. Was haben wir hier? Hacksilber. Was sonst? Okay, hier müssen wir wohl runter und dann werden wir mit Sicherheit angegriffen. Nach der Höhle zu sagen, bestimmt Wölfe. Oder Wolvers. Oder auch gar nicht. Ich höre schon eine Schmiede. Für was war dieser Abgrund? Ah, okay. Sonst ist hier wohl nichts, okay. So ein Abgrund, so eine Grube ist ja nicht umsonst da. Ah, sieh an, eine Wissensmarkierung. Junge. Eine, die uns noch fehlt. Ruhm sei Mozumir, dem Zwergenkönig. Möge er lange, ruhmreich und friedvoll herrschen. Mozogniers Thron. Nach etlichen Wintern ist die Festung von Konungsgard vollendet. Mozognir hat alle Bürger zur großen Zeremonie im Thronsaal eingeladen. Dort erwarten uns die beruhigenden Worte unseres Königs, der ewige Sicherheit und Wohlstand verspricht.
Dieses neue Land ist noch fruchtbarer als weitere Grad. Und mit unserem treuen Wächter Regin fürchten wir weder Häscher noch Dunkelalben noch andere böse Kräfte. Die Herrschaft von König Mozognir ist wahrhaft von Tyr selbst gesegnet. Gelobt sei der Zwergenkönig, Beschützer der Menschen. Klingt, als mochten sie diesen Zwergenkönig. Das sahen die Menschen im Weitergrad ganz anders. Was hat sich geändert? Okay. Und hier scheint wohl irgendein großer Wächter wahrscheinlich zu sein, der alles verteidigt und appellt, hier reinzukommen. Seid gegrüßt und willkommen in Konunsgard. Oh, noch eine Aufgabe. Ich will sicher gehen, dass ihr euch nur gut vorbereitet weiter vorwagt. Dort sind jede Menge Überreste von den üblen Praktiken des verrückten Zwergenkönigs. Welche Art Praktiken? Oh, verschiedene Opferungen. Dunkle Beschwörungen, Blutmagie und so weiter. Leider ziemlich verbreitet unter den Zwergen von damals. Die alten Gewohnheiten. Oh, ich glaube, ich habe einen Raben gehört. Nee, doch nicht. Das ist die Schmiede. Da! Noch ein Drache. Ich sehe ihn, Junge. Angekettet. Ich hoffe, wir finden die Bindungsschreine. Dieser Ort ist riesig. Oh, ja, der scheint etwas größer zu sein. Und da ist der Drache. Okay, das heißt, die Bindungsschreine, die sind hier wohl gut verteilt. Mit Gift sehe ich. Na super. Feinde! Sag einfach Bescheid! Konzentrieren, Junge! Oh, mit Ruhe. So, geht doch. Oh. Okay, hier haben wir eine schöne Truhe. Die nehmen wir natürlich. Was war das denn? Ah. Okay. Sie wären stärker. Ist das komisch? Oh, der hat aber einiges dabei gehabt. Was haben wir denn hier? Gehärteter Safranstahl. Eingelegtes Wappen des Wahnsinns. Okay. Odins Rahmen 45 von 51. Okay, hier ist dann jetzt erstmal nichts mehr. Okay. Das Ding schwimmt jetzt weg. Was war denn da unten? Hat da unten blau geschimmert? Was ist das? Hä, was? Huch! Bin doch nicht so weit. Habe ich eben gerade erst bemerkt, dass da noch einer ist. Nein, jetzt habe ich die Wölfe gerufen.
So, was haben wir denn hier oben? Etwas zum Einsammeln. Hacksilber zum Schluss dieser Folge noch einmal. 2031. Und ja, den Rest erfahrt ihr erst im nächsten Teil. Wir sind bei 30 Minuten angekommen. Und ja, ich freue mich richtig auf den nächsten Teil. Wie gesagt, endlich wieder eine... Aber endlich mal eine neue Welt, die ich noch nicht kenne. Ist für mich natürlich viel schöner, weil dann macht das Spiel für mich auch wieder mehr Spaß und vielleicht für euch mehr unterhaltsam, weil ich kenne mich nicht aus, weiß nicht, wie ich was zu machen habe. Muss ich natürlich rumgucken, aber vieles ist natürlich eindeutig, was man zu machen hat. Also mal schauen, wie es wird. Okay, das war God of War auf der PlayStation 4. Auf Herausforderung bzw. auf Schwer mit von Lyra Gameplays als Hobby. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, ihr dürft mich gerne abonnieren, dann kriegt ihr natürlich Bescheid, wann der nächste Teil online kommt. Und gebt mir doch gerne noch einen Daumen nach oben. Okay, also bis dann und tschüss.